TikTok Music, kann das wirklich ein echter Konkurrent zu Spotify und Co. werden? Ich würde vermuten, das wird eine ganz, ganz, ganz spannende Angelegenheit. Die Auswirkung ist schlussendlich, wenn in einem Monat mehr Musik released wird, dann wird dieser ganze Pool zwischen mehr Streams aufgeteilt und so wird es weniger. Wenn man sich damit ein kleines bisschen auseinandersetzt, wird ziemlich schnell klar, was das für eine wahnsinnig dämliche Idee ist, Streams zu kaufen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Dicktes Deep Dive, deinem Musik-Business-Podcast. Falls du jetzt zum ersten Mal einschaltest, mein Name ist Nico, ich bin der Network Manager bei Dictis. Ich bin Luca, ich bin Head of Marketing bei Dictis und heute befassen wir uns im Endeffekt mit ein paar Fragen, die wir gestellt bekommen haben von unserer Community. Wir haben im Vorfeld so ein kleines Shoutout gemacht, haben nach Fragen für den Podcast gefragt. Mhm. Du hast dir, glaube ich, 3 Stück aufgeschrieben, ich habe mir 3 Stück aufgeschrieben und die werden wir jetzt nach und nach durchgehen und Lass mal starten. Let's go. Willst du anfangen oder soll ich? Fang du gerne an. Okay. Also, die erste Frage, die ich mir rausgesucht hatte, war: Ich würde gerne zu Dictis wechseln, verstehe aber nicht so ganz, was mit meinen Songs passiert. Also, ich gehe mal davon aus, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, okay, ich habe schon Label, ich habe schon Katalog, habe schon veröffentlicht, vielleicht bei einem anderen Vertrieb oder bei einem klassischen Online-Artist-Aggregator. Was passiert? Im Endeffekt ist es relativ simpel, zu uns zu wechseln, muss man sagen. Früher war das ein riesen manueller Prozess, weil im Endeffekt, man drückt nicht einfach nur auf den Knopf und die Sachen switchen zu uns rüber von dem anderen Vertrieb, sondern früher war man eben gezwungen, diese Releases einzeln nochmal bei uns anzulegen. Und jetzt, wenn du einen riesen Katalog hast von, sagen wir mal, 200 Releases, dann bist du da echt Wochen beschäftigt. Mhm. Natürlich, du musst dann nicht nur Artwork und die Files parat haben zu den Songs, sondern du brauchst ja auch dann die ganzen Metadaten, sei es jetzt ISRC-Codes, das sind diese Unique Identifier Codes pro Track, brauchst du die UPC-Codes, das sind die Unique Identifier pro Produkt so gesehen, brauchst du deine Katalognummern, du brauchst die Composer-Namen, du brauchst Genre-Angaben, du brauchst Split-Verteilungen, du brauchst alles Mögliche und musst es eins zu eins nochmal so eingeben, um praktisch diesen lückenlosen Switch auch bereitzustellen. Jetzt und brauchst diese Infos unter Umständen auch noch von Tracks, die du vor 4 Jahren veröffentlicht hast, die eben schon ewig auf deinem Label liegen. Und das ist natürlich schwierig. Genau, deswegen war das lange Zeit auch für Labels abschreckend, gerade für Labels mit größerem Katalog oder auch für Künstler mit größerem Katalog, muss ja nicht zwingend irgendwie ein Label sein, den Distributor zu switchen. Mhm. Jetzt ist es ja aber so, viele Vertriebe, bei denen ist es nach wie vor so, dass du eben diese Releases nach und nach selbst einpflegen musst bei deinem neuen Vertrieb. Jetzt ist es so, wir bieten ein Bulk-Importer-Tool an, was es halt im Endeffekt möglich macht, per Knopfdruck Sachen rüber zu switchen, ohne eben Metadaten einzugeben. Also im Endeffekt, es werden vielleicht nochmal anders erklärt, es gibt einen Button bei uns in der Plattform, da drückst du drauf, gibst deinen Labelnamen ein, deinen bisherigen Labelnamen und der zieht sich alle Informationen von Spotify in unsere Maske rein, sprich alle Metadaten, die zur Verfügung stehen, das sind unter anderem Genredaten, das sind ISRCs, UPCs, Artist, Titel. Natürlich, wir können nicht die Artwork-Files ziehen, weil einfach die Spotify-API, also diese Anbindung, diese Schnittstelle, das einfach nicht anbietet. Und auch natürlich nicht die Audio-Files, das wäre ja sonst Diebstahl. Deswegen im Endeffekt, es ist relativ simpel und sobald dann eben die ganzen Daten auch bei uns im System sind, werden für gewisse Shops Switch-Requests gestellt, dann muss der andere Vertrieb das bearbeiten oder bestätigen und dann geht es eigentlich relativ easy vonstatten. Ja. Eine der großen Sorgen, die ich immer wieder höre in meinen Gesprächen mit den Labels, ist natürlich, was passiert mit meinen Playlist-Features, was passiert mit meinen Streams, was passiert mit meinen Chart-Features auf Beatport zum Beispiel. Und auch da können wir euch beruhigen und sagen, hey, alles cool, wir haben ein ganzes Team sitzen, das sich darum kümmert, das schon super, super oft solche Switches gemacht hat und da dann auch wirklich matcht und guckt, okay, sind alle Streams da, wo sie sein sollen. Und erst wenn es tatsächlich alles stimmt, wenn es alles gemerged ist auf den Plattformen, ne, erst dann wird der Takedown beim anderen Vertrieb gemacht und dann ist der Switch Geschichte und das Ding ist erledigt. Richtig, ja. Also im Endeffekt, es geht nichts verloren.
Playlist-Platzierungen bleiben bestehen, Streaming-Statistiken bleiben bestehen, auch sowas wie, jeder kennt diese Sektionen auf den Plattformen, Hörer hörten auch oder Käufer kauften auch. Das bleibt alles verknüpft, auch so wie es ist. Dementsprechend, ja, wie gesagt, durch dieses Bike Importer Tool, was wir jetzt mittlerweile anbieten, ist es halt einfach ein Kinderspiel geworden, selbst größere Kataloge auch zu switchen. Und das sollte dann auch nicht mehr den einen oder anderen dann auch abschrecken, dann den Weg zu gehen. War jetzt für mich im Onboarding mit neuen Labels auch ein richtiger Gamechanger. Also ich habe jetzt, seitdem wir das Tool haben, auch wieder Gespräche aufgenommen mit Labels, die mit denen ich in der Vergangenheit schon mal gequatscht hatte, die von dem Switch eben ein bisschen abgeschreckt waren. Und dann kann ich jetzt einfach sagen, hey, wir haben jetzt den Importer und schlussendlich ist es okay. Ihr drückt auf den Button, die ganzen Daten landen oder eben alle Daten, die wir online ziehen können, landen schon im Account. Also alle Tracks, alle Produkte sind dediziert schon da. Ja. Und der Aufwand ist wirklich so minimal, wie er aktuell mit dem aktuellen technischen Stand der Plattform nur sein kann. Voll. Und das ist schon extrem wertvoll, denke ich. Absolut. Cool. Du bist mega dran. Erste Frage. Ich bin ganz gespannt. Alright. Ich habe hier eine Frage. TikTok Music. Was sind eure Gedanken darüber? Kann das wirklich ein echter Konkurrent zu Spotify und Co. werden? Das ist eine sehr, sehr, sehr Vielleicht gute Frage. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz aufklären, was ist TikTok Music? Also TikTok Music war Rezo. Ja. Und wird jetzt eben nach und nach von ByteDance zu TikTok Music umgebaut. Ne? Welche Auswirkungen das am Ende hat, wie das genau aussehen wird, ist noch unklar. Ich glaube, es gibt jetzt erstmal eine Beta-Phase. Ich meine in Brasilien und Indonesien. Oder was? Indonesien. Ja. Marvin, noch was? Ja. Okay, gut. Also es gibt jetzt erstmal eine Beta-Phase in Brasilien und Indonesien, wo dann tatsächlich Rezo jetzt zu TikTok Music wird. Und das fängt, glaube ich, jetzt im September irgendwann an. Natürlich springen wir auch gleich drauf, gucken uns das an mit einem VPN, wenn es dann soweit ist. Aber nach dem aktuellen Stand war noch keiner dort, noch niemand hat gesehen, wie die Plattform aussehen wird. Aber ich würde vermuten, das wird eine ganz, ganz, ganz spannende Angelegenheit. Vor allem, wenn man sich vielleicht so die Anbindung auf der TikTok-Plattform dann anguckt. Ja? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor und das ist eine reine Mutmaßung, ich weiß es auch nicht. Du scrollst vielleicht durch TikTok, dann checkst du irgendwelche Videos aus, findest einen Sound, der dir gefällt oder irgendjemand tanzt was zu einem coolen Track oder so. Bisher hatte man ja keine Möglichkeit, den dann einfach streamen zu gehen. Ja. Und ich stelle mir das so vor, du klickst dann einfach auf den Sound, landest auf TikTok Music und kannst den dann dort streamen. Was ich auch noch wahnsinnig interessant finde, ist nicht nur die Musikeinbindung auf TikTok, die stattfinden könnte, sondern auch die Social-Einbindung auf TikTok Music auf der anderen Plattform. Aber das wird sich alles noch zeigen. Aber es wird jetzt keine ganze Plattform in sich. So hätte ich das jetzt jedenfalls noch nicht verstanden, oder? Ich glaube auch nicht. Ja. Nee, also was ich jetzt schon mitbekommen habe und was wir jetzt auch schon recherchiert haben, ist, dass wohl jeder mit einem TikTok-Konto auch tatsächlich sein Konto für TikTok Music nutzen kann. Mhm. Also dieser Switch wird relativ easy sein. Mhm. Es wird wohl aber keinen Free-Plan geben. Also das wird erstmal auch, denke ich, für den einen oder anderen vielleicht abschreckend sein. Mhm. Also es ist nicht so wie bei Spotify, wo du dich einfach registrieren kannst und dann auch Free-Music hören kannst. Klar, mit Werbung zwischengeschaltet, aber das wird vielleicht schon für den einen oder anderen dann vielleicht noch nicht so super interessant sein, aber ich glaube, im langfristigen Rahmen ist es, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder ein ernstzunehmender Konkurrent auch für Spotify, ganz, für Spotifys Monopol. Muss man ja wirklich so sagen. Also es gab ja schon länger keinen so richtig krassen Konkurrenten mehr für Spotify und Apple Music. Mhm. Klar, Deezer gibt es auch, die da relativ coole Features auch am Start haben. Ja. Aber man muss ja wirklich sagen, so der grüne Riese ist halt schon dominierend nach wie vor. Und ich bin einfach gespannt, diese Social-Media-Komponente im Zusammenhang mit Musik ist, denke ich, könnte ein absoluter Game-Changer sein. Wenn man auch, wir hatten es glaube ich auch vor einigen Wochen darüber, wenn das ganze Ding dann auch so ein bisschen so einen MySpace-Charakter annimmt. Das ist die Sache, genau. In modern. Ja.
könnte, denke ich, sehr, sehr interessant sein. Ich glaube, die Geschichte wiederholt sich. Und ich glaube, MySpace hat jetzt wieder seine Zeit, nur eben auf anderen Plattformen. Ja. Weil das, ich sag mal, dass dieses System MySpace funktioniert hat, würde für mich als Proof of Concept schon reichen, zu sagen, okay, eigentlich brauchen Musik- und Streaming-Plattformen auch diesen Social-Aspekt. Ne? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt mit Spotify Clips und so sowas Ähnliches so langsam auf Spotify passiert. Ich persönlich fühle es jetzt noch nicht so sehr, dass es sich so wahnsinnig etabliert. Aber ich würde prognostizieren, dass sowas oder sowas Ähnliches dann auch auf Spotify kommen wird. Du hast die Clips, scrollst durch und aktuell kannst du ja nur durchscrollen, aber dann kommen noch Likes dazu vielleicht, dass du sharen kannst, vielleicht, dass du es, was auch immer. Und das ist eben, glaube ich, mit einer dieser großen Vorteile, mit denen TikTok Music jetzt dann starten wird, ist eben dieser Social Aspekt. Je nachdem, wie stark der dann auf der Plattform auch vorhanden ist oder halt auch nicht. Aber wenn man dann Musik mit seinen Freunden teilen kann, ich glaube, das ist direkt innerhalb der Plattform schon eine absolute Waffe. Also wir dürfen gespannt sein. Und dass die User direkt rüberkommen, das haben wir jetzt bei Threads ja schon gesehen, dass es wahnsinnig gut funktioniert hat. Also wie war das? ChatGPT hat 100 Millionen Nutzer den Weltrekord gebrochen und Threads war halt nochmal fünfmal so schnell. Aber weil eben die Instagram-Nutzer alle schon dann ein Threads-Konto letztendlich hatten. Ja. Und wenn es bei TikTok auch so sein wird, mal sehen. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was der Einstiegspreis ist. Ja. Wenn das Ding jetzt vielleicht zum Einstieg super günstig ist, dann könnte es schon eine spannende Angelegenheit werden. Für mich persönlich eine große Frage, wie das mit den Playlisten dort laufen wird, weil ist ja eine große Leidenschaft von mir. Aber ich werde gucken, dass ich persönlich und wir mit Dictis super schnell draufspringen und einfach mal gucken, was passiert. Ich glaube, das haben wir auch alle gelernt irgendwie aus den letzten Don't sleep. Jahrzehnten eigentlich, muss man jetzt fast schon sagen. First Mover echt zu sein. Also das vielleicht auch als Tipp an die Audience da draußen. Versucht da echt direkt am Start zu sein. Ich hätte damals auch den Fehler gemacht. Ich war bei Musical.ly relativ am Anfang dabei. Wurde damals auch so ein bisschen gestriezt von meinem eigenen Musiklabel. Ich auch. Das zu nutzen. Und bin aber leider nicht dran geblieben, habe nicht an die Plattform geglaubt. Und ich glaube, wenn man damals dran geblieben wäre, hätte man jetzt einen absoluten Vorteil. Ja, deswegen bestimmt. First Mover, First Mover. Ich glaube, man muss gar nicht so weit zurückgehen. Also Musical.ly ist das eine, aber ich denke immer wieder dran zurück, hätten wir doch nur am Anfang von Corona auch mit TikTok angefangen. Das wäre was ganz anderes gewesen. Ja, schon. Aber ja. Klar, man muss ja auch der Typ dafür sein, ohne Frage. Ist jetzt auch vielleicht nicht jeder dafür geeignet, irgendwie vor der Kamera rumzuspringen. Aber man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja mittlerweile, um vielleicht jetzt auch noch mal diesen Aspekt reinzubringen, hey, muss ich TikTok wirklich nutzen als Künstler heutzutage, Künstlerin heutzutage? Ich glaube, mittlerweile gibt es wirklich so viele verschiedene Formate, die auch bewiesen haben, dass sie funktionieren in irgendeiner Form. Sei das jetzt nur die Kamera hingestellt, ohne dass du sprichst und einfach nur vibes zu deinem Track. Klar, es gibt dann diesen entsprechenden Content, der auch gut funktioniert. Es gibt Comedy, Tanz, Comedy, was auch also immer. Und alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, man muss einfach sich nur ein bisschen mit diesen Materien beschäftigen oder mit der Materie grundsätzlich beschäftigen, auf die Suche gehen nach dem richtigen Format und dann findet man schon auch irgendwas für sich und dann muss man letztlich einfach dranbleiben. Ja, ich denke, das kann man so mitgeben. Also wir dürfen gespannt sein. TikTok Music, wie gesagt, ich denke, der Social Aspekt wird es werden. Aber wir werden sehen. Let's see. Schauen wir mal. Also, die nächste Frage. Pass mal auf. Oh, die ist spannend. Wie rechnet Spotify Streams ab? Sehr interessante Frage und bekommen wir fast täglich gestellt. Es ist tatsächlich nicht so leicht, wie viele Blogs und Magazine da draußen irgendwie auch online publizieren, weil es total unterschiedlich sein kann. Ja. Es sind verschiedene Faktoren, die da einfach mit reinfließen, die darüber entscheiden, wie viel Spotify tatsächlich auch pro Stream auszahlt. Ich hatte gejagt, Entschuldigung. Erstmal ist es natürlich entscheidend, hey, woher kommt mein Stream? Ja? Wir wissen alle, die Subscription Models von Spotify unterscheiden sich von Land zu Land. Also du zahlst
in Deutschland wesentlich mehr für dein monatliches Abo als jetzt beispielsweise in Indien oder in, ich weiß gar nicht, Pakistan oder, keine Ahnung, in Südafrika vermutlich. Je nachdem, wo Spotify natürlich aktiv ist. Und dahingehend unterscheiden sich auch so ein bisschen die Payouts per Country. Also sprich, der Stream in Deutschland ist deutlich mehr wert, also im monetären Sinne, als jetzt in Indien oder in Südafrika beispielsweise. Das ist einer der Faktoren, die wirklich relevant sind. Der zweite Faktor ist, hat der User überhaupt über 30 Sekunden gestreamt? Denn Spotify schüttet ja nur Streams aus, die über 30 Sekunden haben. Genau, erst dann zählt es als Stream. Richtig. Der dritte Faktor ist, welchen Account hat der User denn genutzt? Mhm. War das ein Free-Account? War das ein Premium-Account? Also sprich, auch da gibt es dann wieder weitere Unterschiede zwischen Family, Student-Account. Ich weiß gar nicht, was es sonst noch für Account-Types gibt, aber es gibt ja zig verschiedene mittlerweile. Und je nachdem schüttet dann eben Spotify auch unterschiedlich pro Stream aus. Mhm. Also das sind so, um es kurz zu machen, die Hauptfaktoren. Klar, es geht dann noch um das Gesamtvolumen des Streams. Dieses Streaming-Pool, genau. Aber ja, erzähl ruhig weiter dazu. Also, das ist auch ein bisschen kompliziert. Sagen wir, um es vereinfacht zu sagen, sagen wir, es gibt 100 Leute, die Spotify nutzen und die für die Subscription bezahlen. Dann geht dieses monatliche Geld dieser 100 Leute in einen Pool. Und dieser Pool wird aufgeteilt unter allen Streams. Kann man das so sagen? Ja. Richtig. So, wenn jetzt, sagen wir, in diesem Monat wird nur ein Album released. Überhaupt. Um es ganz vereinfacht zu sagen, es wird nur ein Album released. Dann wird dieser ganze Pool auf dieses eine Album aufgeteilt. Werden jetzt 5 Alben released, wird zwischen den 5 Alben aufgeteilt und so weiter. Es ist also praktisch immer, das Geld von Spotify, dieser komplette Money Pool, wird zwischen all den Streams des Monats aufgeteilt. Welche Auswirkungen hat das? Jetzt ist das Volumen natürlich viel, viel größer und wir sprechen hier nicht von 100 Nutzern und nicht von einem Album, sondern weiß Gott wie vielen. Ja. Was hat das für eine Auswirkung? Die Auswirkung ist schlussendlich, wenn in einem Monat mehr Musik released wird oder einfach ein Haufen großer Artists Musik releasen, dann kriegen die natürlich, oder dann wird dieser ganze Pool zwischen mehr Streams aufgeteilt und so wird es weniger. Hingegen, wenn du zum Beispiel einen Monat hast, in dem das Release-Volumen kleiner ist, wird dieses Geld eben unter weniger Streams aufgeteilt. Jetzt ist es beim Artist, beim einzelnen Label, nur ganz schwer nachzuvollziehen. Mhm. Also ihr müsst jetzt nicht losgehen und sagen, ah ja, welcher Monat hat ein besonders niedriges Release-Volumen oder so. Also das macht gar keinen Sinn. Ich glaube auch, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Also dieses Sommerloch ist weg und Weihnachten, ich meine, jetzt könnte man Weihnachten als Argument nehmen, aber da hat Mariah Carey ihr Weihnachtsalbum. Ja. Dementsprechend kriegt die da auch noch eine große Portion. Brutal streamt jedes Jahr. Genau, und Last Christmas braucht er ja auch noch ein bisschen Geld. Also, es ist einfach insgesamt ein bisschen kompliziert. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Der Per-Stream-Payout hängt von den Faktoren ab. Ist es ein Ad-Supported-Stream oder ein Free-Stream? Was ist es für ein Account-Type? Ist es ein Student-Account? Ist es ein Family-Account? Und. Und hängt vom gesamten Stream-Volumen und dem gesamten Income von Spotify innerhalb dieses Monats ab. Und dementsprechend ist... Ach, und die Countries, entschuldige. Die Countries. Ich hatte die Countries vergessen. Aus welchem Land kommt der Stream? Ja. Und dementsprechend ist der Per-Stream-Payout für absolut jeden unterschiedlich. Ja. Weil jeder Song eben irgendwo anders gestreamt wird. Also ich habe zum Beispiel mit beiden meinen Labels unterschiedliche Per-Stream-Payouts und mit jedem individuellen Song unterschiedliche Per-Stream-Payouts. Und dementsprechend kriegen wir natürlich die Frage super oft gestellt, weil die Leute gehen natürlich online, googeln, was zahlt Spotify per Stream? Und dann kommt halt irgendeine Zahl raus. Witzigerweise, wenn man die nächsten 5 Google-Ergebnisse anguckt, kommt bei jedem Ergebnis eine andere Zahl raus. Also das ist überhaupt nicht konsistent. Ja. Und klar, dann sieht man das online und denkt sich, ah ja, okay,
spannend. Dann muss ich mal fragen, wie sich das bei mir zusammensetzt. Gerade deshalb kommt eben so oft diese Frage. Ja. Aber umso besser, dass wir die jetzt endlich klarstellen. Genau. Aber vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, was ich auch häufig gefragt werde, und vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie funktioniert das denn bei Beatport zum Beispiel? Verschiedene Preisstrukturen und so weiter. Um ehrlich zu sein, bei Beatport ist es auch relativ ähnlich, weil natürlich je nach Land unterschiedliche Preise auch verlangt werden. Ich glaube, der US-Dollar-Preis ist auch nochmal stark unterschiedlich zu dem Euro-Preis. Mhm. Aber auch da gibt es ja dann unterschiedliche Preisranges zwischen Exclusive-Produkten, Non-Exclusive-Produkten. Also auch da geht es in so eine... Setzt sich sehr individuell zusammen wieder. Ja, ich glaube, es ist bei vielen Plattformen ähnlich. Mhm. Ist halt einfach dem geschuldet, dass diese Subscription-Models oder auch die Preise pro Land unterschiedlich sind. Und wir hatten jetzt beispielsweise auch einen Fall von einer afrikanischen Künstlerin, die wirklich in Afrika super erfolgreich ist, Millionen von Streams macht. Aber wenn du die Millionen von Streams aus Afrika leider vergleichst mit, keine Ahnung, europäischen Streams, ist es halt wirklich, es sind 20% davon. Das ist leider diese Gap dazwischen ist unfassbar riesig. Also es hängt, glaube ich, so ein bisschen mit dem GDP von dem Land zusammen. Ja. Also es korreliert natürlich nicht 1:1, aber klar, wenn der GDP des Landes geringer ist, dann ist vielleicht auch nicht bei den Bürgern des Landes vielleicht nicht so viel Geld für diese Subscription da. Ja. Obwohl man sagen muss, also ich glaube, mit die highest paying countries sind natürlich Deutschland, USA, dann kommt Skandinavien. Und jetzt musst du mir helfen. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ganz oben ist ein Country, das man nicht erwartet hätte. Und zwar, weil es da nur Paid Subscriptions gibt. Da gibt es keinen Free Spotify. Ah. Aber ich weiß nicht mehr, welches Land es war. Ich glaube, es war auch... Es war irgendwas, was man nicht erwartet hätte. Aber wie auch Chile oder so. Sowas in der Art. Also ja. Aber ja, grob kann man es so zusammenfassen. Ja. Es ist einfach nicht so zu verallgemeinern. Und dementsprechend rechnet euch gerne mal euren Per-Stream-Payout mal aus, dann wisst ihr, womit ihr in der Zukunft auch rechnen könnt. Vor allem, wenn ihr schon ein bestimmtes Release-Volumen habt und der Katalog an vielen Orten und mit vielen verschiedenen Subscriptions mal gestreamt wurde, dann habt ihr da nach einer Weile schon euren eigenen Durchschnitt mal drin, mit dem ihr dann für die Zukunft auch kalkulieren könnt. Mega. Gut. Alright. Schwieriges Thema. Per-Stream-Payout. Absolut. Wo ist mein Geld? Where's my money? Alright, nächste Frage. Ja. Was sind eure Gedanken zu Artificial Streaming? Ist schon das Ende der Frage? Ist schon das Ende der Frage. Ah, ja. Du kannst es relativ frei, glaube ich, jetzt interpretieren. Also grundsätzlich für mich die schlechteste Idee überhaupt. Ne? Ich verstehe... Ich glaube, ich spreche für uns alle und jeden, der zuhört. Wenn man anfängt, denkt man da mal kurz drüber nach. Man sieht diese ganzen Videos, man sieht irgendwelche Leute drüber quatschen und man weiß ja inzwischen auch, dass das geht. Man kann da irgendwie praktisch irgendwie online gehen und sich das eben kaufen. Aber wenn man sich damit ein kleines bisschen auseinandersetzt, wird ziemlich schnell klar, was das für eine wahnsinnig dämliche Idee ist, Streams zu kaufen. Und es hat super viele Gründe. Grund Nummer eins ist erstmal der offensichtlichste. In den meisten Fällen wird das einfach nicht mehr ausgezahlt. Ne? Wir bekommen hier einen Artificial Streaming Report, in dem wir sehen können, was die Plattformen denken, dass Artificial Streams eben sind, pro Produkt, pro Track, pro Artist. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, das sieht vielleicht kosmetisch ganz nett aus, ne? Also gerade auf Spotify, wenn die Leute hergehen und dann sind da eben ein Haufen Streams und so weiter. Man macht sich aber algorithmisch damit total kaputt. Voll. Ne? Also sein Artist-Projekt, wenn du da mal Streams drauf kaufst, das tut schon auch in kleiner Quantität schon richtig, richtig weh. Warum? Sagen wir, du hast eine Single, kaufst da 20.000 Streams drauf. Spotify trackt ja nicht nur den Stream-Amount, sondern Spotify trackt Watchtime, Save Rate, Retention Rate auf dem Track. Spotify trackt angeblich sogar, wie viel Zeit verbracht wurde, zum Beispiel das Canvas anzugucken. Hm. Ne? Also diese ganzen User Behavior Facts, Playlist Ads und so weiter, das wird alles getrackt von Spotify.
Und im Fall von Bots hast du eben genau eine Metrik. Und diese eine Metrik ist Streams. Mhm. Über 30 Sekunden, im Worst Case sogar 31 Sekunden und dann abgebrochen. Ja. So, aber was eben Bots nicht bringen, sind diese Saves, sind Playlist-Ads, sind Watchtime auf deinem Canvas und so weiter. Jetzt könnte man hergehen und sagen, ja okay, dann kaufe ich mir halt noch ein paar Saves dazu. Okay, alles klar. Wo kommen dann die organischen Playlist-Editions aber her? Und dann könnte man sagen, ja okay, Playlist-Editions können wir auch irgendwie kaufen, was auch immer, weiß ich nicht. Aber man kann das einfach nicht so weit faken, dass es den Spotify-Algorithmus wirklich, ich sag mal, hinters Licht führt. Und was am Ende passiert ist, der Spotify-Algorithmus denkt, hey, oder sieht letztendlich, hey, der Song hat 20.000 Streams gekriegt, aber niemand hat ihn in die Library gespeichert, niemand hat ihn auf seine eigene Playlist gezogen, niemand hat sich das Canvas dazu angeguckt. Es kann kein guter Song sein. Und so sagt der Algorithmus schlussendlich, nö, ist kein guter Song, empfehlen wir nicht weiter. Ja. Und wir wissen ja, und wir sehen es ja regelmäßig, diese algorithmischen Playlisten, Discover Weekly und Co., die haben so eine wahnsinnige Kraft, wenn das mal anläuft. Ne? Also ich habe ich hab befreundete Künstler und habe selber ein, zwei Fälle in meinem Katalog. Da siehst du auf Spotify wirklich die Statistiken. Montag, zack, Freitag, zack, 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 zack. Immer wenn die algorithmischen Playlisten reinkommen. Ja. Und da hat mal so eine Nummer irgendwie organisch 50.000 Streams gemacht und algorithmisch halt 2,3 Millionen Streams gemacht. Ja. Und das ist halt... Puh. Ja. Und so, gerade solche Chancen macht man sich halt total kaputt. Und jeder spricht die ganze Zeit über Editorials und Features und Third Party. Und viele übersehen aber diese algorithmischen Playlisten. Und wie gesagt, mit den Artificial Streams und diesem Botting macht man sich das einfach komplett zunichte. Total. Also ich glaube, das ist auch wirklich der Irrglaube. Alle halten die Editorial-Playlist für den heiligen Gral. Mhm. Aber dabei sind die Algorithmic-Playlists der heilige Gral. Richtig. Wirklich. Also so wie du sagst, wenn du die richtigen Triggerpunkte dann auch triffst beim Algorithmus, dann kann das der absolute Gamechanger für und langfristig für auch, das sein. Ist ja das Ding. Total. Also total. So eine Editorial ist ja häufig ein, zwei Wochen, ja. Vielleicht auch mal vier oder fünf Wochen. Aber gerade die Tracks, die algorithmisch gut laufen, wirklich, da sehen wir über einen Zeitraum von zwei Jahren wirklich Peaks jeden Freitag, jeden Montag, wenn diese algorithmischen Playlisten eben geupdatet werden. Und das ist schon wahnsinnig stark. Total. Und vielleicht auch nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, warum es einfach keinen Sinn macht, auch im Long Run. Was ist das Ergebnis, was wir uns wünschen davon, dass Fans auf uns aufmerksam werden? Genau. So, aber wenn das alles einfach gebottet ist, auch wenn wir vielleicht über Fake-Follower bei Instagram und Co. sprechen, es bringt dir einfach nichts. Es ist wirklich nur ein kosmetischer Faktor. Und ich glaube auch mittlerweile, Leute haben so diesen Bullshit-Detektor, der ist relativ sensibel. Ja. Und die haben alle ein Gespür dafür, was ist real und was ist fake. Dementsprechend, ich glaube, die Zeiten auch von, ja, ich kaufe mir da mal 10.000 Follower drauf, dann wirkt es vielleicht auch so ein bisschen wichtiger nach außen hin. Funktioniert heutzutage, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Nicht. Vor allem auf Social Media ist es, also fast noch eine schlechtere Idee, sich diese Follower zu kaufen, weil Social Media ist, und ich glaube, wir haben es schon mal besprochen, schlussendlich ein Casting-System. Total, ne? Also du postest Content, dieser Content wird einem kleinen Teil deiner Zielgruppe angezeigt und je nachdem, wie dieser kleine Teil auf diesen Content eben reagiert, wird es mehr Leuten angezeigt oder halt auch nicht. Wenn du jetzt 10.000 Follower kaufst oder sagen wir, zwei Drittel deiner Follower sind einfach nicht echt und du postest Content, und dieser Content wird 100 Leuten gezeigt. Und 70 Leute davon sind einfach irgendwelche toten Accounts und nicht wirklich Leute, die nicht auf den Content reagieren. Dann verlässt dein Content niemals diese erste Casting-Runde. Und deshalb ist es so eine wahnsinnig doofe Idee einfach. Total, ja. Also, aber du hast recht, ich glaube auch, dass es der Bullshit-Detektor ist da und ich glaube, es fällt inzwischen einfach auf. Total. Also ja, so wie du sagst, es bringt, glaube ich, einfach de facto nichts mehr und wir haben als Vertrieb, also wie oft wir auch in die Analytics reinschauen und teilweise dann auch Sachen sehen, die vielleicht ja im ersten Moment auch gar nicht von Spotify erkannt werden, aber wo einfach schon dieser so ein bisschen Grundwissen einfach ausreichen, hey, das sind 10 Hörer und die haben anscheinend 40.000 Streams generiert. Ja. Das kann jeder einfach auch einschätzen, dass das einfach nicht,
nicht legit ist. Also ich meine, wenn wir jetzt in die, ich nenne es jetzt einfach mal Deep Analytics reingucken, ja, dann sehen wir sowas. Also ich würde sagen, wir bekommen das in 95% ja, der Fälle locker identifiziert. Aber selbst jetzt der Enduser, selbst jetzt nur auf Spotify, du gibst irgendeinen Artist ein, ja, und wunderst dich, weiß ich nicht, meistens ist es ja schon so dieser erste Vibe, so dieses, hä? Ja, echt total jetzt? Aber selbst nur auf dem Artist-Profil auf Spotify gibt es schon so ein paar Giveaways, wo man es einfach sehen kann. Ja. Und also man müsste das schon extrem gut machen, dass es heutzutage nicht mehr auffällt. Und dafür ist es, glaube ich, die Mühe einfach nicht wert. Und vor allem am Ende, du läufst halt einfach auch Gefahr, dass dein Label oder du als Künstler einfach gesperrt werden, genau, von Spotify oder von der anderen Plattform, dann eben, wo du diese Fake-Streams dann eben kaufst. Und ich denke, das ist es einfach am Ende, dieses Risiko auch zu gehen. Ja. Oder, ja, ist es einfach nicht wert. Nee, macht gar keinen Sinn. Deswegen absolutes No-No, wirklich. Don't buy streams, kids. Yes. Also, was haben wir denn hier noch? Ah ja, ich glaube, die ist schön. Ich möchte endlich mein eigenes Label eröffnen. Was muss ich tun? Auch das ist ja wieder so eine Frage, die oft gestellt wird. Die wir ständig kriegen, genau. Vor allem, wenn wir mit KünstlerInnen sprechen, dann ist es ja so, hey, ja, ich habe aber gar kein Label, wie kann ich dann trotzdem zu euch switchen? Mhm. Jetzt ist ja das Ding auch, selbst wenn du bei einem Artist-Distributor bist, wie DistroKid oder TuneCore oder die vielen anderen da draußen, auch die können ja praktisch nur Musik veröffentlichen, wenn ein Label gesetzt ist. Genau. So, jetzt muss man dazu sagen, oftmals, wenn du dann dort released, ist halt dann einfach der Labelname DistroKid oder TuneCore oder RecordJet oder was es da eben auch gibt. Und du kannst es praktisch nur, glaube ich, gegen Aufpreis oftmals selbst definieren, wie dein Labelname dann heißen soll. Manchmal auch gar nicht. Genau, manchmal auch gar nicht. Ja. Ein Label ist ja heutzutage nur noch praktisch die Marke oder der Brandname, worauf das Release erscheint. Ja. So, man muss eigentlich dazu sagen, es hat ja nicht mehr diesen Label-Charakter, wie es damals hatte, noch zu Schallplattenzeiten oder CD-Zeiten vielleicht auch. Weil im Endeffekt jeder heutzutage selbst sein eigenes Label gründen kann. Genau. Du musst dir einfach, was ist wichtig? Du musst dir natürlich Gedanken machen über einen ordentlichen Namen, der zu deiner CI auch passt. Du musst dir Gedanken machen über mögliche Artworks, also dass sie einheitlich einfach aussehen. Du musst dir Gedanken machen über ein Logo. Auch das sollte so passend eigentlich zu deiner CI-Brand auch sein, wie nur möglich. Genau, das sind, glaube ich, so die drei wichtigsten Faktoren. Dann kommt natürlich noch so ein bisschen steuerlicher Faktor dazu. Klar, du musst dich irgendwie in Deutschland beispielsweise als Kleinunternehmer dann anmelden, um überhaupt dann auch Erlöse für dein Label dann in abrechnen Rechnung stellen zu können. Genau, genau, aber das ist dann ein relativ überschaubarer Part eigentlich. Ja. Und ansonsten kannst du dann von da an als Label agieren. Bei uns ist es relativ simpel. Du meldest dich bei uns an, bekommst Zugang zu unserer Plattform, lädst dort im Endeffekt dein Produkt hoch und kannst dann während dem Anlege- oder Upload-Prozess bestimmen, wie dein Label heißen soll, wie dein Label aussehen soll und kannst es on the go praktisch erstellen. Also es hat an sich keine Hürden heutzutage mehr. Ja. Worüber ihr euch keine Gedanken machen müsst, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist der Labelcode. Richtig, ja. Das ist somit die häufigste Frage, die wir kriegen. Das war ja früher schon noch so eine Sache, dass man eben diesen Labelcode gebraucht hat. Wir fragen den heute noch ab, er ist aber nicht nötig. So. Wofür ist der Labelcode heutzutage noch, wenn man jetzt eine MPN, Music Promotion Network Bemusterung machen wollen würde, dann bräuchte man zum Beispiel einen Labelcode. So. Jetzt musst du nochmal erklären, was ist MPN-Bemusterung vielleicht? Genau, also die MPN, wie gesagt, Music Promotion Network, ist ganz flach gesagt der DJ-Pool für öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio. So, wenn ich jetzt also eine Radio-Promotion machen möchte, ich buche einen Radio-Promoter, dann ist die erste Frage, die der eben stellt, hey, habt ihr schon eine MPN-Bemusterung? Denn der Radiopromoter rennt ja jetzt nicht mit der MP3 durch die Gegend und, weiß ich nicht, drückt denen da Sticks in die Hand und dann während der Radioshow, weiß ich nicht, plagen die den Stick da rein und spielen das dann von dem Stick runter. Sondern wenn so ein Radio oder
ein Fernsehsender zum Beispiel Interesse an so einem Song hat, dann gehen die eben ins Music Promotion Network, suchen den da raus und spielen den von da. So. Das ist schlussendlich eine MPN-Bemusterung. Und dass der Song eben überhaupt in diesem Music Promotion Network landet, muss man den da eben hinbemustern. Das kostet auch ein bisschen Geld, ist gar nicht so günstig. Ja. Und dafür braucht man eben den Labelcode noch. Ob die das in der Zukunft vielleicht auch irgendwann mal abschaffen, wird sich zeigen. Aber gerade in solchen Fällen könnt ihr auch einfach einen Labelcode von uns leihen zum Beispiel. Wir haben welche. Ne? Ja. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, ich habe 3 Labels und keinen einzigen Labelcode mehr. Ja, braucht man heutzutage tatsächlich nicht mehr. Denk also früher, auch. Wie gesagt, war das ja noch verteilungsrelevant. Also wenn wir von Neighboring Rights sprechen. Genau. Neighboring Rights, vielleicht kurz zur Erklärung, sind praktisch die Rechte, die die Rechte, die fließen im Endeffekt für die Verwendung deiner Stücke in TV, Fernsehen oder Radio. Ja. Für die Verteilung hat man halt oftmals dann den Labelcode gebraucht, um praktisch auch die Erlöse dem entsprechenden Label zuzuordnen. Ja. So, das ist heutzutage gar nicht mehr relevant. Genau. Also heutzutage gibt es andere Metadaten, so wie eingangs erwähnt der ISRC. Mhm. Dieser Unique Identifier für, ich weiß gerade nicht die genaue Definition von ISRC tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall der Unique Identifier. Ich glaube, Identical Source. Ich komme gerade auch nicht mehr drauf. Ja, whatever. Also ist auch tatsächlich gar nicht relevant. Mhm. Ist auf jeden Fall der allgemein weltweit anerkannte Unique International Code. Song Registration Code. Right. That's it. 100 Punkte für mich. 100 Punkte für Gryffindor. Yes. Nice, ja. Yeah. Also, Labelcode nicht mehr nötig. Label bei uns anlegen, super einfach. Vielleicht kurz ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe vorgestern erst ein neues Label bei mir angelegt. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe einen Track produziert, der nicht zu dem ganzen anderen Zeug passt, was ich sonst mache. Und habe ich gesagt, okay, habe ich mir kurz einen Namen überlegt, ein Logo gemacht und zap, zap, habe ich ein neues Label angelegt. Und es geht wirklich fix. Das ist heute wirklich gar kein Ding mehr. Ja, vor allem die Leute, die jetzt strugglen und sagen, ja, okay, jetzt brauche ich ja extra einen Grafiker. Vielleicht nochmal ich glaube, das ist die 2. Episode von Dick Dis Deep Dive zur AI. Da gibt es ganz schöne Tools wie DALL-E 2 und Midjourney und Midjourney. Vielleicht verlinken wir die dann auch noch in den Shownotes unten. Dass jeder da auch mal irgendwie reinschauen kann, falls da Bedarf ist. Und, damit ist ja sowas dann auch schnell erledigt. Easy realisierbar, ja. Cool. Hast du noch was? Ich hätte theoretisch echt noch eine Frage, die ist so ein bisschen softer auch tatsächlich. Eine Soft-Frage. Fand ich aber ganz interessant. Wie entdeckt ihr selbst Musik und wie schafft man es, als Künstler heutzutage wahrgenommen zu werden? In anderen Worten, was bringt euch dazu, auf einem Künstlerprofil vorbeizuschauen? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also, ich bin gar nicht sicher, ob wir die richtigen Leute sind, das zu fragen, weil wir das schlussendlich beruflich machen. Ne? Ja. Also gerade so bei der Frage, was mich bewegt, auf ein Artist-Profil zu gehen, war mein erster Impuls zu sagen, boah, das muss mich schon echt weghauen. Weil wenn du den ganzen Tag so viel Musik hörst und dich so kräftig damit beschäftigst, dann muss es irgendwann schon was richtig, richtig Geiles sein, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich aufs Ab, wer ist denn das? So, ja? Und das kommt schon vor, dass ich mir Playlisten durchhöre zum Beispiel und dann sage, weiß ich nicht, das plätschert so vor sich hin und dann ist das alles nett und die Hälfte der Songs kennt man ja auch schon. Und auf einmal kommt so ein Song und dann denkst du so, what? Irgendwie ganz besonders vielleicht einfach und dann guckst du aufs Artist-Profil. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da so der richtige Ansprechpartner bin, weil ich höre inzwischen auch viel, viel Podcast statt Musik. Ja, ne? Weil wir eben berufsbedingt so viel Musik hören. Total. Also mir geht es da wirklich ähnlich. Mhm. Ich höre auch kaum Musik. Mhm. Und wenn, dann auch wirklich nur berufsbedingt. Ja. Aber ich glaube, einmal ist es, glaube ich, der Faktor, hey, ich höre so einen Hitsong oder ich höre so einen Song, der irgendwie out of the box gedacht ist, dass ich wirklich mich mit dem Künstler mal beschäftige. Aber ich glaube auch tatsächlich, bei mir ist es oftmals so, ich brauche so verschiedene Touching Points mit dem Künstler. Sei das jetzt irgendwie auf Social Media, sei das irgendwie auf Streaming-Plattformen. Wie oft ich mich schon erwischt habe, dass ich jetzt irgendwie eine Playlist gehört habe und gesagt habe, ah ja, der Song gefällt mir, packe ich in meine Playlist. Und dann vielleicht 3-4 Wochen später
höre ich wieder meinen Release-Radar auf Spotify durch und dann sage ich, ah, der Song irgendwie, der gefällt mir auch. Dann gehe ich drauf, ah ja, von dem habe ich doch auch wieder einen Song in meiner Playlist gehabt. Und so, glaube ich, wächst von Release zu Release. Klar, jedes Release muss irgendwo überzeugen und mich dann auch dazu bewegen, den in meine Playlist zu transportieren. Mhm. Aber diese Touching Points, glaube ich, erhöhen dann die Chance für mich auch oder für den Künstler dann, dass ich auf seinem Profil lande. Klar, macht ja Sinn. Es ist ja fast wie Retargeting. Ne, wir haben es schon mal besprochen. Du fährst nach Stuttgart in die Innenstadt. Am Stadteingang ist einmal so ein Plakat für so ein Konzert. Siehst du nicht. Ne? Du fährst vielleicht kurz dran vorbei, nimmst es gar nicht richtig wahr. Wenn jetzt aber über die ganze Stadt verteilt nochmal mehr solche Plakate sind, dann sagst du irgendwann, ah ja, Moment, das habe ich schon mal gesehen. Und genau dasselbe passiert natürlich auch mit Musik im Online-Bereich. Ne? Du hast vielleicht einen Song auf deinem Release-Radar. Dann stolperst du über die Person auf Social Media und irgendwann brennt sich so ein bisschen ein und dann sagst du, ah ja, da ist er ja. Mensch, guck mal. Und ich weiß nicht, ist glaube ich schon eine schöne Art und Weise, Musik auch zu entdecken. Aber was du ja machst, was ich zum Beispiel fast nie höre ich in meinen Release-Radar rein. Fast nie. Aber ich muss dazu sagen, mein Listener-Algorithmus, also nicht, wir sind jetzt weg von der Artist-Seite gerade, sondern für mich als Spotify-User, der Algorithmus ist all over the place. Also jetzt nicht nur, weil ich mit der Arbeit so viel Musik höre und so viel verschiedene Musik höre und konsumiere und einschätze und gucke, ob es auf Playlisten von uns passt zum Beispiel, sondern auch, weil ich privat, wenn ich Musik höre, eben so wahnsinnig, wahnsinnig weitläufige Genres höre. Mhm. Also viel elektronische Musik natürlich, aber ich höre auch, in letzter Zeit war ich auch so einem ganzen Country-Stroll. Und ne, also ich finde da überall so ein bisschen Gefallen, aber gerade deshalb kann ich einfach nicht in mein Release-Radar reinhören, weil da ist kein Vibe drin. Keine Linie. Da ist kein Vibe drin, es ist einfach nur ein Chaos. Ja, fühle ich aber auch tatsächlich. Ja? Ja, von Lo-Fi bis, keine Ahnung, irgendwie Meditation-Musik und dann irgendwie strammer Techno ist alles irgendwie dabei, deswegen, ja. Ja, fühle ich auf jeden Fall komplett. Meditation-Musik, vielleicht steigen wir da kurz ein. Das muss ich ja wirklich kurz sagen. Das war so mit das letzte Ding, was ich für mich entdeckt hatte. Aber jetzt war natürlich die Frage nach Artists. Jetzt habe ich so ein bisschen das Genre für mich entdeckt und so zwei ganz bestimmte Alben, die ich hoch und runter höre. So Binaural Beats, also auch so eine ganz bizarre Sache. Das sind dann irgendwie so Herzfrequenzen mit irgendwelchen schönen Chords drüber, keine Ahnung. Aber das war so eine Sache, da bin ich vor kurzem auch richtig tief nochmal rein. Aber ansonsten, wie entdecke ich den Künstler? Lass mich mal überlegen. Auch Social Media einfach. Also ich scrolle durch TikTok, durch Reels und mir fällt da einer ein, zum Beispiel der Brandon Bales. Der hat da so ein paar Songs gehabt oder so einen Song immer wieder gepusht. Da hat mir nur sein Gesicht zu sehen, hat mir gereicht, dass ich einen Ohrwurm von diesem Song hatte. Und ich habe den, bis der rauskam, ne, der hat den, glaube ich, 6 Wochen bevor der rauskam, hat der TikTok und die Reels damit gespammt. Habe ich natürlich den ganzen Song nie gehört, weil er halt noch nicht draußen ist. Aber ich bin schnell losgerannt, als der das Ding rausgebracht hat, dass ich endlich diesen ganzen Song mal hören kann. Also es funktioniert schon. Und bin schon ein kleiner Fan geworden, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch TikTok tatsächlich ist ja schon so die Musikentdecker-Plattform geworden, irgendwie über die letzten, über das letzte Jahr, die letzten 2 Jahre. Und es ist schon verrückt, also wie viele auch tatsächlich irgendwie vorab den Sound verfügbar machen auf TikTok zuerst, um da irgendwie diesen Hype zu generieren, was übrigens auch über uns bei Dictus möglich ist. Genau. Kriegen wir auch relativ häufig gestellt, die Frage, deswegen wollte ich das kurz erwähnt haben. Genau, und da einfach versuchen, einen Hype zu generieren und dann eben zum Release-Tag halt den maximalen Push auf der Single zu haben. Ja. Aber vielleicht trotzdem nochmal anknüpfen an das, was ich vorher auch gemeint hatte, diese verschiedenen Touching-Points. Ich glaube, deswegen ist es auch super wichtig, dass du als Künstler, Künstlerin einen Sound fährst, der wirklich für dich einzigartig ist, mit dem wirklich Leute, sobald die damit in Berührung kommen, direkt assoziieren, okay, den Sound habe ich entweder schon mal gehört oder ich weiß genau, von welchem Künstler oder Künstlerin der Sound kam. Ja, oder andersrum, man hat es eben noch nicht gehört. Ja. Und das ist ja für mich
wie eingangs erwähnt, ganz oft der Faktor. Ich höre eine Playlist durch, ah ja, kenne ich, klingt irgendwie gleich, okay, alles klar, bla bla bla. Und auf einmal, was ist das? Mhm. Und wenn man da einfach auch zum Beispiel innerhalb von so einer Playlist einfach mal raussticht, ist es schon ordentlich was wert. Also wir haben es ja, persönlich oder privat auch vorgestern, glaube ich, gehabt, dieser Catch, irgendein Catch muss, glaube ich, da sein. Ist es jetzt Individualismus in der Musik? Ist es jetzt von mir aus ein besonders extrovertiertes Auftreten? Ist es ein besonderer Moment auf Social Media zum Beispiel? Ich glaube, es gibt da viele, viele, viele Faktoren. Ja. Hauptsache, es ist nicht generisch. Ne? Total. Und ich glaube, so wird man einfach entdeckt von vielen, vielen Leuten. Und ich habe es auch mit unserem Social Media Mann, dem Marvin, in letzter Zeit häufiger gehabt. Ich glaube tatsächlich, der wahre Weg zum Erfolg in der Musik, auf Social Media und. Also wir hatten es jetzt direkt über Viralität auf Social Media, aber ich würde das auch auf die anderen Bereiche beziehen, ist einfach so indiskutabel gut zu sein. Irgendwas zu haben, was so unumstritten ist, dass jeder oder jedenfalls ein großer Teil der Leute, die drüber stolpern, sagen, wow, dann kommt man zum Erfolg. Ich glaube, das ist es. Ist natürlich super schwer, das jetzt natürlich, auch irgendwie natürlich, das ist viel leichter gesagt, greifbar als es, zu machen. Genau, viel leichter gesagt als getan. Aber gerade dieser Brandon Bales, ich hoffe wirklich, der heißt so, Entschuldigung, ich glaube, er heißt Brandon Bales. Wirklich, dieses Video da auf TikTok oder auf Instagram Reels, ich habe den gesehen und der hat das irgendwie 7 Sekunden lang gesungen und ich hatte eine Woche lang einen Ohrwurm davon. Und das war gerade so ein Fall. Das war so indiskutabel gut. Da kam keiner so richtig drüber. Ja. Und ich bin mir sicher, gerade dann funktioniert, wie gesagt, viel leichter gesagt als getan. Ja. Und dementsprechend. Also ich glaube, man kann abschließend sagen, so, dass es unterschiedliche Wege gibt, glaube ich, auf Musik heutzutage zu stoßen. Und ich glaube, die große Challenge ist es halt, und das, ich glaube, damit hat jeder Künstler, jede Künstlerin zu kämpfen, dass Fans von reinen Hörern auch zu Fans konvertieren. Richtig. Jetzt habe ich gesagt, Fans zu Fans konvertieren. User praktisch von Hörern zu Fans konvertieren. Genau. Das ist praktisch, glaube ich, die größte Challenge, die wir uns alle stellen müssen. Und ja, ich glaube, eine gewisse Kontinuität ist entscheidend, denke ich. Ein einzigartiger Sound ist entscheidend. Und die Kanäle sind dann, glaube ich, relativ ähnlich für jeden Künstler. Sei das jetzt TikTok, Instagram, Spotify Playlisten, Spotify Release Radar, algorithmische Playlisten, whatever. Genau. Aber ich glaube, damit sind wir auch durch mit unseren Fragen. Ich glaube auch. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen, whatever habt, dann lasst es uns wissen. Wir packen so viel Infos noch wie möglich in die Shownotes, damit ihr auch einfach nochmal gerade vielleicht über DALL-E 2 mit Journey und Co. einfach drüber stolpern könnt und es mal auschecken könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und habt eine geile Zeit. Bis dann.